Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde Hand-Showdown, heute mit Kundran. Guten Tag. Ich bin wieder als Smith unterwegs. Müssten nach Nordwesten? Ja, dann gehen wir nach Nordwesten. Warum bist du bei mir so... Achso, weil deine Ich hab die Lampe an. War ich hell oder was? Dein Gesicht war einfach komplett hell, wie in so einem Horrorfilm oder in so, wo man so eine Horrorgeschichte erzählt. So, wir sind heute bei Nacht unterwegs. Die einzige Nachtmission, die es momentan gibt, ist mit der Spinne. Ja, das wird also auch noch lustig. Ich hoffe, ihr habt immer noch Bock auf Hand. Machen wir jetzt auch schon ein klein bisschen länger. Es ist ein schönes Spiel. Ich würde mich selber einen Support freuen. Auch gerne bei Kundran vorbeischauen. Und was momentan ein bisschen auf YouTube das Problem ist, weshalb ich das jetzt in nächster Zeit ein paar Mal in den Videos ansprechen werde. Wenn ihr meinen Kanal oder den von Kundran abonniert habt, dann schaut unbedingt darauf, dass ihr auch die Glocke aktiviert habt und dann in den erweiterten Einstellungen auch noch die Benachrichtigung anmacht. Das ist ein bisschen super doof und super, super umständlich und mir gefällt das auch nicht so, wie es ist. Aber das ist momentan das größte Problem. Also zumindest die Glocke muss mit aktiviert werden, was das Abonnieren angeht. Und so verpasst ihr in der Hinsicht auch nichts. Hilft uns natürlich auch weiter. So, jetzt aber erstmal genug Geschwafelt. Der erste Hinweis ist auf einem Turm. Das ist ein Hive da drunter hier, oder? Ich sehe absolut gar nichts, weil es heute echt warte, gutes ja, Wetter ja, ist. Ja, warte. Ah, das sind Silence Revolver. Die Krähen hast du aufgeschreckt, ne? Du standst exakt. Okay, ach so, okay, ich habe sie nicht gesehen, weil sie hinter mir waren. Okay, okay, also, gut. Ja, also wir. Geh mal hoch. Ja. Du hast die Long Range Waffe, falls irgendwo was kommt. Ja, Alter, ich kann 1,50 Meter weit gucken heute. Weil es klar. Ist echt super hell. Ich will hier mal nicht runterspringen. Ich glaube, ich habe noch keinen Fallschaden gesehen, weil ich es auch nie versucht habe, irgendwo runterzuspringen. Ja. Und ist hier auch eigentlich viel zu vorsichtig, als dass das. Wenn du flüchtest, könnte es vielleicht mal passieren, dass du denkst, okay, komm. Dann muss ich jetzt runter, sonst dauert das zu lang. An alle Leute, die die Nachtmission nicht mögen, weil es dunkel ist, am PC, klar, ihr könnt euren Monitor heller schalten, da ist wahrscheinlich wunderbar. Es müsste vielleicht, wenn ich beim Handy den Display heller stelle, funktioniert es auch für Videos? Ich würde sagen, ja, oder? Also ich würde hätte sogar gesagt, es ist auf dem Handy einfacher als auf dem PC. Weil das ist halt einfach nur ein Schieberegler, weil Monitor muss ja erst irgendwie in die Einstellungen gehen und... Wollten halt die Abwechslung haben. Viele von euch finden die Nachtmission spannender und das kann ich auch verstehen. Sind sie auch? Ich finde die Nachtmission auch spannender, aber Nacht ist hier echt Nacht. Nacht ist echt Nacht, das ist richtig. Kommt der hier hoch? Ja, also er will auf der anderen Seite der Brücke gerade hochlaufen. Ah ja, okay, dann müssten wir außer Range sein. Ich habe auch weiterhin eure ganzen Tipps gelesen, mit bezogen auf die Hinweise, dass in jedem Gebiet Hinweise sind und der Zombie-Modus uns nur so ein bisschen die Richtung leitet. Mach den Hive da vorne mal weg, oder? Ja, wir müssen. Ja, nee, lieber über die Brücke, oder? Also, weil hier wieder Sumpf ist. Ach shit, jetzt hat sie sich umgedreht. Das sehe den Kopf gerade nicht. Moment, Moment, warum ist sie so viel down? Wo war das? Das war ein normaler Blitz. Okay. Ich hab den Hive nur eben weggemacht. Ich kam nämlich in unsere Richtung. Oh, ich sehe selber nichts. Naja, Krähen. Danke für den Tipp mit den Krähen, der hat mir doch ein bisschen geholfen. Die fliegen immer genau weg vom Spieler. Also wenn ich die Krähen von rechts aktiviere, fliegen sie nach links. Macht okay. Sinn, weil ich mich schon einmal gefragt hatte, ob ich die Krähen aktiviert habe, als sie mir entgegenflogen. Okay. Das war ich dann aber nicht. Ja, muss man auch erstmal dran denken, dass sowas wirklich bedacht worden ist. Ich hoffe... Sagen, okay, es wird getriggert und dann fliegen sie halt einfach weg. Genau, so dass es einfach, keine Ahnung, dass sie immer in dieselbe Richtung fliegen. Ja. So, und es halt abhängig davon ist, ne, wie du es siehst. Komm, den treffe ich. Okay, okay. Ich hoffe, dass Crytek immer noch dran ist an dem Spiel. Also, dass wirklich noch was kommt. Ich habe ja die Roadmap gesehen, von der bin ich eher semi-überzeugt, also von den Sachen, die ich halt da gelesen hatte, wie mehr Waffen und sowas. Ja, es ist auch wichtig, ne? Sehe ich ja ein, gerade für Max-Level, aber ich würde mir allgemein ein
dieses breitere Spektrum an Möglichkeiten fast den Waffen vorziehen, weil ich komme super mit meiner einen Waffe klar und ich könnte auch die ganze Zeit mit dieser spielen. Weißt du, was ich meine? Mit der Shotgun und der Sniper Rifle. So, ich brauche nicht 8 unterschiedliche Arten von Gewehren. Ist in dem Spiel auch einfach komplett nicht notwendig, finde ich. Schön, cool ist es natürlich trotzdem. Ja, natürlich. Ne? Und vor allem, weil du halt diese ganzen alten Waffenmodelle sonst nie wieder sehen wirst. Also gibt's halt in so wenig Spielen. Boah. Ich glaube, Proving Grounds läuft ja auch mit der CryEngine. Das ist das 400-Spieler-Battle-Royale. Okay. Da bin ich mir mal nicht sicher. Andere kommt auch zu dir. Keine Ausdauer mehr. Ich werde auf jeden Fall brennen. Oh, du musstest ihn töten. Ja, ich bin auch. Ja, okay. Was für einen Balken hast du? Einen kleinen oder einen großen, am Ende? Ja, ich auch. Perfekt. Ich hatte zwischendurch Angst, dass ich dich mal wieder treffen müsste. Mist, ich hätte mal versuchen sollen, ins Wasser jetzt zu rennen. Oh. Ja, dann läufst du natürlich, wenn es nicht klappt, läufst du Gefahr, den Balken zu verlieren. Bis der sich jetzt regeneriert, wird es aber auch ein bisschen dauern. Ja. Bist du nicht mehr? Oh, ist das dunkler als sonst? Hast du einen Holzstep gemacht? Oder bin ich auf den Baum getreten? Boah, ich würde sagen, das war hier der Baum. Ah ne, da sind Zombies im Haus. Der Hinweis auf jeden Fall da irgendwie drin, in dem Komplex. Hm. Ah, ich sehe ja nichts. Hinter dem Haus ist ein Hundezwinger, das weiß ich. Alles gut. Wir haben bis jetzt noch nichts gehört, oder? Nee, ich glaube, die Leute ballern nachts auch weniger. Wahrscheinlich sehen sie die Gegner nicht. Hier ist der doofe Hundezwinger. Ich will einmal kurz in das Haus hier links. Kannst du die Lampe ausmachen? Oder ist das ein Feuer? Nee, ist ein Feuer. Steps! Kann auch wieder ein Zombie sein, war rechts von uns. Muss aber nicht. Hier sind so viele Zombies noch in der Nähe. Ja, doch, wird ein Zombie gewesen sein. Dafür stehen die zu nah dran. Ja, ich sehe halt hier einen direkten Zombie vorm Haus. Ein Hive auf dem Steg. Okay. Wie weit ist der Hinweis weg? Was? Links in dem Komplex, also im linken Teil hier vom Komplex. Okay. Das ist dahinter, das ist nicht da drin. Dahinter? Das ist nur eine ganz kleine Wir können auch oben rumgehen. Oh, hier in der Scheune ist noch voll Haus, sag ich dir. Den war jetzt genau unter uns. Wir haben noch einen Zombie angelockt, aber bin jetzt auch oben. Ketten aktiviert? Oder hast du eine Kette aktiviert? Nee, hier sind keine Ketten. Aktivieren Zombies Ketten? Hatten wir das Thema schon? Ich glaube, das Thema hatten wir schon, ich weiß es nicht. Scheune ist auf jeden Fall noch voll mit Zombies, weißt du, was ich meine? Ja, das macht keinen Sinn, dass da einer drin steht. Du hast die Ketten jetzt aber auch wieder, ja, ne? Ja, ja, ich habe die Ketten auch davor schon. Lass mal weg von hier. Okay. Hier ist aber auch viel los, ja. Hier ist so viel los an Zombies auf dieser Farm. Ich bezweifle, dass hier sich wirklich einer reingeschlichen hat und da drin wartet. Mal da drin ja nichts ist. Also, der Boss ist da ja nicht. Da oben ist ein Hive. Rechte Seite. Gesehen. Kann man dem vorbei? Ich höre Schüsse, glaube ich. Ah, nee. War er. War einfach nur ein lautes Stampfen. Mhm. Hinter der Scheune müsste der Hinweis sein. Alice Farm ist auch schrecklich.
An den Pferden sind wir zu nah. Die haben wir gepullt. Hive hier drinne. Oh. Ich hab sie nicht abgestochen. Oh fuck. Ich treffe ihren doofen Kopf nicht, Kunden dran! Oh Gott. Und dann, ich geh. Oh. Hast du sie? Ja. Ich muss die Blutung stillen. Ich hab nur noch einen Balken. Hier irgendwo Medikit oder so? Also ich habe auch einen Balken verloren. Nee, ich habe nur noch einen. Ja, und ich habe einen verloren. Ich werde mich auf zwei Balken heilen und danach sollten wir Medikits. Also, eigentlich brauche ich drei. Ja, ich heile mich auf drei, damit ich noch einen zur Not über habe. Den letzten muss ich mit dem Medi am besten finden. Ah, nee, jetzt wäre der perfekte Moment für die doofe Spritze gewesen. Der Vitality Shot. Okay, ja. Also jetzt hätte keinen besseren Moment jetzt gegeben als den. Ich sehe halt nichts. Der Mudman läuft da rum. Ja. Unser Hinweis ist aber da hinten. Aber linksseitig, ja. Nicht die Maden berühren. Komm, die kommen, Maden kommen zu dir. Oh shit. Ich kann da gerade nicht lang. Der kommt zu mir. Oh nein, der kommt zu mir. Okay, lauf. Nee, er kommt nicht zu mir. Was macht er da? Der Mudman ist blind. Untaub. Die Maden sagen ihm, wo der Gegner ist. Oh, er kommt zu mir. Jo. Ich bin runter von der Farm. Richtung ja. Osten. So, ich bin okay, erstmal weit weg von den Hunden und versteck mich mal kurz in dem Busch. Bin hinter dir. Hä, ich hab den Clou nicht aufgehoben? Nee, das oh, nicht. Ich war dran. Ich geh nochmal zurück. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das... Ja, ich hatte ihn gehabt und bin dann weggegangen. Ich dachte, ich hab ihn. Musste halt den Mudman gerade mal loswerden. Wenn du nicht in die Maden trittst, kannst du eigentlich an ihm vorbeigehen. Was siehst du denn gerade? Du generell noch Acker auf mich, Mudman? Nein. Ganz nach oben rechts. Hier komme ich doch auch drüber, oder? Lass uns noch einen Abstecher in Richtung 300 machen. Dann können wir uns voll heilen. Jo. Das war übrigens der maximal möglich lange Weg. Wir sind links unten gespawnt und... So, jetzt habe ich aber eine Frage. Du hast den Blitz jetzt auch mitbekommen, ja. Ne? War zwischen dem, wo wir den Blitz das letzte Mal angesprochen haben, und diesem Blitz, gab es noch einen? Ja. Es gab noch einen. Aber nicht so in denselben Abständen? Weil, nee, das würde ich sagen, was ist, wenn die Blitze nur kommen, wenn einer einen Hinweis einsammelt? Ah, ja, könnte. Was ist da? Ich würde sagen, es waren verschiedene Abstände. Oh! Zombies. Die ganze Straße ist voll. Ach du meine Güte. Alles gut, oder? Ja. Noch mehr. Krähen Richtung Norden.
aber so weit weg. Vom Sound her so leise gewesen. Vielleicht auch auf dem Weg zur Spinne. Nicht auszuschließen. Oh, es ist gerade bewölkt bei uns, das ist gut. Alter, darf ich hier auch drauf, bitte? Drehen, rechts. Ja, ja, ja. Ich überleg gerade, ob ich hier schon mal war. Der andere Zombie steht übrigens auf dem Baum drauf hinter uns. Pass mal auf, falls der runterkommt. Ja, okay. Wir werden sich schon um die Spinne kümmern. Wer? Oder sind das deine Steps? Waren da nicht Schüsse? Das sind die Steps auf dem Metall. Okay. Schüsse. Da ist wieder was Dickes vor uns. Mudman. Mhm. Dann erstmal das Nebenhaus. Kann man hier überhaupt irgendwo hin? Hier könnte man rauf, glaube ich. Hier kann man auch rein. Okay, ja. Ich würde es nicht als sicher betiteln. Nicht auf, du komischer Zombie, oder? Nee, hab ich auch schon gecheckt. Sieht schnell verbrannt aus. Wenn wenigstens irgendwer ein Zeichen geben würde. Hey, hast du denn die Taschenlampe an? Was? Hab ich die Taschenlampe an? Nein. Ja. Und hier kann man ja eigentlich auch voll reingucken. Fällt mir gerade mal so auf. Scheiße. Nee, das kann kein Hinweis sein. Das war ganz im Norden gerade, hätte ich gesagt, der Blitz. Und dann muss ich ja nicht sagen, dass der Blitz. Ach so, der Hinweis ist. Sondern genau, sondern dass okay, einfach ja, einer kommt. Gar keinen zu hören. Du hast ja nochmal Krähen gehört, wobei die Krähen. Ja, aber die sind. Da ist auch. Genau, da ist auch ein Ausgang. Es hat aber bis jetzt auch noch niemand geschossen, außer wir. Also von dem, was wir gehört haben. Wir haben nichts gehört sonst. Bis auf. Oder ein Baumstumpf.
Das war ich. Wenigstens einer. Also gar keiner ist halt komisch. Wenn doch nicht alle irgendwie abhauen. Na gut, können sich auch noch Teams getroffen haben. Das Haus hier im Nordwesten. Was damit? Könnte man sich halt auch super drin verstecken. Hätte, glaube ich, noch relativ guten Blick hier überall hin. Soweit kann ich gar nicht gucken. Na gut, stimmt, bei Nacht ist natürlich wieder was anderes nochmal. Aber du siehst es ja auch. Also, gerade als die Sonne bei uns bewölkt war, konnte ich da hinten auch noch ein Haus erkennen. Das sehe ich jetzt kaum noch. Wollen wir was riskieren? Ja. Wir sollten zumindest mal taggen. Leben relativ wenig Zombies hier, oder? Kann das sein? Im Wasser sind die halt nicht so aggro, also wenn du dich mal umguckst, ist hier doch ein paar. Ja, stimmt schon. Und die Frage, wo triggert die Spinne? Wenn wir gleich rausfinden. Hier ist sie auf jeden Fall drin. Das ist ein bisschen blöd, aber wir sollten das explosive Fass hinter uns wegschießen. Damit weiß aber halt direkt jeder Bescheid, dass da... Ich würde noch weiter weggehen. Ja. Weil da... Musst du es erstmal sehen. Soll ich es mit der Das wäre sonst zu gefährlich. Die Rauchwolke. Oh, der Zombie ist despawned. Der ist einfach wahrscheinlich jetzt unter Wasser. Okay, ich habe gehört, du willst sie mal anlocken. Ja. Also hier fängt es direkt an. Ja. Das habe ich mir gedacht. Was habe ich hier zu interacten? Lampe über dir. Muss uns ja nicht ins Rampenlicht stellen. Wo bist du? Wie viele Wege gibt es hier hoch? Ich glaube, sie kann von da hinten kommen. Ich würde sagen, sie sitzt ziemlich genau unter mir. Da sitzt sie. Sie hat mich. Ich habe nochmal drauf geschossen. Komm weg. Jo. Okay, sie hat ein Viertel Leben, aber durch die ganze Aktion verloren. Wie viel Leben hast du verloren? Ein Balken, ne? Ein Balken, ja. Und ein klein oder auch ein großer? Ist das egal? Ein großer. Okay. Wollen wir nochmal am anderen Eingang schauen, wo wir sie länger beschießen können? Der Platz ist super gering. Ja, der Platz ist mega gering. Man könnte sie eventuell sogar durchs Fenster. Ja, hier, ne? Ja. Aber da kann man sie halt schlecht anlocken. Sogar bis hier hinten. Immer. Ich heim mich mal eben. Das hier rechts von uns klingt so, als könnten andere Monster drin sein.
Ja, hier läuft sie aber auch hin noch. Okay. Jetzt ist sie hier vor mir. Also die läuft bis dahin, deswegen hat die auch gerade so lange gebraucht. Stehen wir auf dem Präsentierteller. Ja, bei das ist, die Brücke ist schon mit, glaube ich, das Beste, was wir machen können, wo wir gerade waren. Ja, ich befürchte auch. Ach, ärgerlich. Ist echt ein schweres Ding. Vielleicht wissen andere Spieler das auch. Du meinst, dass die rausgefunden haben, dann haben sie gesagt, okay, komm, nee, das machen sie nicht. Genau, hier ist vielleicht zu blöd. Wenn wir sie mit einem Molly bewerfen könnten, wäre schon mal wieder gut. Oh, boah, das ist aber ganz schön eng hier. Und gleich wieder da unten. Du hast oben im Blick? Schon, in ja. Oben. Ein bisschen. So viel, wie es hell ist. Hier zum Entdecken. Achso, sie kommt. Ich kann es ja immer zumachen. Oder? Ich höre sie doch. Jetzt kommt sie. Warte, ich gehe noch ein paar Schritte vor. Die klingt noch sehr weit weg. Was ist denn da drüben? Da drüben ist auch ein riesiges Tor. Glaube ich, nach draußen führt. Ja, schön. Ich wollte mit dem Grammophon da interagieren. Hier unten die ganze Zeit? Seit wann ist da unten so viel Licht? Das ist schon die ganze Zeit da. Die Lampe ist nicht. Ja, die muss ja an sein. Alter, was macht denn diese Spinne? Wir müssen. Das Problem ist, wir haben nicht genug Treffer, um sie zu stunnen. Ich kann 2 Einzelschuss machen. Oh, jetzt könnte sie kommen. Ich komme mal zu dir. Oder auch nicht. Kann ich sie anlocken, wenn ich hier gegen die Hufeisen laufe? Das macht einfach gar keinen Sound. Die hängt gerade halt in der anderen Ecke. Na, wo bist du? Doch nicht. Müssen sie holen. Ja, ich suche sie ja sogar. Da ist ein Loch. Jetzt? Nee. Kann man hier raus? Kann man auch raus, okay. Ah, ich sehe sie, warte mal. Man konnte sie hier durchbeschießen gerade. Das hier drauf, also von unten hier. Hab's gesehen. Sie ist jetzt wieder auf unserer Seite. Ah ja, nice. Bist du? Spinne, spinne, spinne. Jetzt ist sie wieder links. Hier unten im Sumpf ist auch noch eine Tür. Genau bist du? Hinter dir ist aber abgeschlossen, die hätte man von innen aufmachen müssen. Okay. Da ist sie aber, Mann. Können wir die einschlagen? Ja.
Die krabbelt gerade. Nee, sie ist gerade nach oben gekrabbelt. Gleich hast du es. Ist immer nach oben. Du warst auf Ausdauer, ne? Ja, ich warte auf Ausdauer. Zugeschossen? Ja, auf die Spinne einen Schuss. Ja, hätte ich auf den machen können. So, ich mach mal. Also, wie viel die Tür aushält, ey. So, Spinne. Zeig dich doch nochmal hier. Aber wenn man jetzt reingeht, glaube ich, ist sie ja näher dran. Kann sie mal triggern. Ich höre sie halt überall krabbeln, nur nicht bei mir. Also. Ist über dir links irgendwo. Guckst du mit rein, oder? Ja. Falls sie mich anfällt. Sie ist oben. Komm, das hast du doch gehört. Spinne. Ja, das hat sie gehört. Oder? Ja. Ich sehe sie nicht mehr. Sie ist hier, war unter mir auf dem Boden. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Oh, come on. Ich hab sie eben gesehen. Es wird gerade bewölkt. Jetzt kann ich. Jetzt einfacher. Na, nochmal? Ich muss nachladen, deswegen muss ich mal eben raus. Halbes Leben. Ich gehe wieder nach oben. Ah, scheiße. Oh, lass mich raus! Hast du dich? Ja, sie hat mich. Ah, sag doch! Sonst hätte ich direkt geschossen. Sie hat mich aber direkt wieder freigelassen. Weil du am Rand warst. Ich glaube, durch den Sprung ist sie rausgekommen. Soll man richtig Stress machen mal, um zu testen? Einfach reingehen und wenn sein anspringt, schießt der andere drauf. Du verlierst einen Ball. Ich eben einmal halt. Ja, gerne, wenn du voll bist halt, ne? Können hier unten, also, wobei hier unten ist halt auch wieder hier Space. Oben kann man halt gut rein, ne? Ja, okay. Einfach drinnen stehen bleiben und schießen. Ich hab halt nur zwei Schuss. Ja, ich auch. Also, du hast insgesamt noch zwei oder jetzt nur? Nein, ich hab insgesamt 8 Schuss, also. Bitte hoch. Mach ich mal vor. Rechts dann irgendwo? Hinten, genau. Da hinten ist sie. Ich habe keine Munition mehr gerade. Soll ich nicht nachladen? Ich wurde angegiftet. Ich muss raus. Sie ist low. Jo, ich komm mit. Achtung, Giftwolke. Ja, ich bin durchs Gift gelaufen kurz. Ach, das war die Dreckswolke, die sie gespuckt hat. Ja, okay, aber jetzt können wir sie gleich töten. Ja. Ich dachte gerade wieder Schüsse, aber du bist über die Decke gelaufen. Ne? Du hast ja, aber gut. Kein, einfach kein rein. So verloren, oder? Nee. Komm, jetzt töten wir sie. Ist noch da? Ja. Nein, nicht in das Loch fallen. Welches Loch? Ja, hier in der Ecke. Ganz hinten rechts in der Ecke ist ein Loch. Vor mir! Hab's verfehlt! Ja, du hast noch irgendwas angezündet. Nee. Okay. Ich hab auf die Lampe geschossen, scheinbar. Oder ich hab sie getroffen. Zombies oben drin jetzt. Ah, jetzt traut er sich rein. Was schießt du noch? Ich hab auf einen Zombie. Jetzt habe ich nicht mehr geschossen. Okay, nee, du hattest aber nach dem Shotgun-Schuss hat er noch gelebt, oder was?
Ich habe einmal geschossen auf den ersten und danach habe ich einen zweiten. Ah, du hast noch einen zweiten, okay. Genau. Hier ist Munition. Da hattest du, glaube ich, schon. Der Deckel ist jedenfalls jetzt ganz aus. Ja. War ich. So, jetzt hoffe ich mal, dass es hier keiner war, der einfach nur Angst vor der Spinne hat und gewartet hat, bis wir sie gemacht haben. Mehr Munition zufällig. Hier ist eine Shotgun ab, das ist gut. Das ist voll der Spinnweh in mir, ey. Ich werf eine Laterne. Munition habe ich aber keine mehr gesehen. Warte. Schreckliches Haus. Ja. Auf jeden Fall. Nicht in das Loch fallen. Wobei jetzt ist auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube auch, die wenigsten Leute mögen nachts spielen. Zu gefährlich. Ich denke, Leute haben lieber die Vision als den Spannungsfaktor, sag ich mal. Also der einzige Hinweis, den wir dieses Mal von anderen Spielern hatten, waren Krähen. Einmal. Ja, und die waren am Ausgang. Ja. Oh, hier ist auch ein Loch. Irgendwo hast du mal von toten Zombies, glaube ich, berichtet sonst noch, oder? Ja, aber die liegen ja auch rum. Also wenn, ich glaube, wenn du einen Zombie killst, despawnt der ja eh. Ich ja? Ja. Hier zwei Ausgänge ganz nah dran. Na mal los. Jupp. Was natürlich in dem Fall hier, wenn jetzt wirklich welche gewartet hätten, gut wäre, sind die beiden Ausgänge. Vielleicht können sie nicht von vornherein sagen, okay, komm, wir warten am Ausgang, bis sie kommen. Ja, aber dann können sie immer noch sagen 50-50 und wenn nicht, ja, haben wir trotzdem überlebt. Das ist richtig. Ich habe auch leider noch nicht die Musik gehört, die kommt, wenn mehr als zwei Teams in der Nähe des Ausgangs sind. Also hier war auf jeden Fall keiner. Ich wollte zwei mit einem Schuss machen, aber es ging nicht. Okay. Spannend ist es trotzdem immer. Die Spinne bei Nacht ist auch immer Stress. Du weißt es ja auch einfach nicht. Weiß nicht, ob noch jemand da ist. Oder wenn man es wüsste, ja, ich meine, klar, dann wäre die ganze Spannung weg. Aber dadurch, dass du halt immer davon ausgehen musst, es könnte noch irgendwo irgendwer kommen. Ja.
Aber diesmal war es natürlich dadurch, dass wir gar keine Schüsse gehört haben, ein bisschen anders. Ja, wir mussten aber auch viel laufen. So, wer weiß, wie viele Leute überhaupt in der Runde mit drin waren. Ja, das ist vollkommen richtig. So, Ich denke, jetzt nächste Mal Tagmission wird dann auch nochmal anders laufen. Ja, bestimmt. Spider-Kill gibt halt nur 50 Punkte. Butcher gab wie viel? 150? Nee, das wird gleich sein. Das Spider-Banishen hat aber irgendwie 350 gegeben. So, wo das... Ja. So, wo landen wir? So. Jetzt kann ich die Frag Bomb auf jeden Fall mal kaufen. Unter was fällt die? Consumables. Oh, ist das eine Sticky? Ich weiß es nicht. So, verloren haben wir nichts. Es dauert auch noch, bis ich es anlocke. Equipment habe ich auch keins verbraucht. So, upgraden. Habe ich einen Balken verloren? Nein. Neue Trades, erst ab Level 34. Neue Hunter. Gucken beim Rekrutieren. Welches war nochmal die gute? Sparks LRS, aber die kannst du mit Bloodline 25 auch schon kaufen. Ansonsten okay. Ist es, glaube ich. Boah, ich weiß gar nicht, welche die Doppelschuss-Shotgun ist. Ja, die habe ich ja selbst. Aber ich gucke nach Tier 2 einfach erstmal nur. Deswegen hier nichts Interessantes. Bye, Leute, wenn es euch gefallen hat, like da, lasst mal kurz vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.